Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser Fototechnik. Heute möchten wir euch eine LED-Leuchte zeigen, die wir schon relativ lange im Sortiment haben. Im Prinzip ist es ein Klassiker der LED-Beleuchtung, und zwar ist es die Flächenleuchte Nenlight CSA 1200. Die gibt es auch mit 900 LEDs und noch kleiner mit 600 LEDs, also es gibt drei verschiedene Größen und Lichtstärken. Im Lieferumfang ist die Leuchte ausgestattet mit einem Netzteil, das heißt, ich kann die an jeder Steckdose unendlich lange im Dauerbetrieb einsetzen. Es gibt auch hinten die Möglichkeit, über den sogenannten V-Mount-Anschluss, ich drehe es mal in die Kamera, einen sogenannten großen Broadcast V-Mount-Akku anzuschließen. Das sind Akkus, die eine extrem hohe Leistungsdichte haben. Der wird einfach aufgeschoben anstatt des Netzteiles, und dann kann ich die Leuchte mobil einsetzen, dimmen und in der Farbtemperatur einstellen. Damit habe ich eigentlich Licht ohne Ende. Ich habe auch im Gehäuse eine Streuscheibe verbaut, und im Lieferumfang, man sieht hier diese graue Hülle, sind zwei weitere Streuscheiben bzw. eine Softscheibe dabei und ein Blaufilter, der dieses Licht noch etwas kühler macht. Ich erreiche damit ca. 7000 Kelvin. Standardgemäß hat die Leuchte eine einstellbare Farbtemperatur von 3200 Kelvin bis 5600 Kelvin, auch wieder mit einem hervorragenden CAI von 95. Man sieht auch hinten, ich hoffe, die Kamera sieht's, wir haben hier ein Display. Hier wird die Dimmung angezeigt, als auch die Farbtemperatur, so dass ich jederzeit zu meinem Motiv wiederholbare Einstellungen nachvollziehen kann oder die gleiche Einstellung beim nächsten Mal wieder mit aktivieren kann. Man sieht auch hier nochmal den, da ist die Taste, die Entriegelungstaste, den V-Mount-Anschluss. Man kann dann mit einer Platte das Netzteil einfach hinten andocken und habe damit die Möglichkeit, wie bereits schon gesagt, die Leuchte übers Netzteil an der Steckdose zu betreiben. Weiterhin kann die Leuchte natürlich auch über größere Distanzen per Funk bedient werden. Dazu gibt es Funkfernbedienungen im Nenlight-Sortiment. Und ich kann auch mehrere Leuchten beispielsweise über verschiedene Kanäle unterschiedlich antriggern. Wenn ich 3, 4, 5 Leuchten im Einsatz habe, kann ich jeder einzelnen Leuchte oder zwei Leuchten einen eigenen Kanal zuteilen und kann die dann individuell in der Dimmung als auch in der Farbtemperatur einstellen. Die Nenlight CSA haben alle. Wir haben ja drei Schuhgrößen mit 600 LEDs, mit 900, mit 1200 LEDs. Haben alle vorne an der Frontseite stabile, robuste Metallklappen. Die kann ich dann auf- und zumachen, um das Licht in der Streuung ein bisschen zu beeinflussen oder auch um seitliches Streulicht für die Kamera zu vermeiden. Wie gesagt, die Leuchte hat eine Streuscheibe im Gehäuse verarbeitet. Ich kann auch ohne die Streuscheibe leuchten, dann habe ich die maximale Helligkeit. Die Leuchten gibt es einzeln als 600er, als 900er, als 1200er Leuchte, aber auch als praktisches Zweierkit in einer schönen Tragetasche. So kann ich die Leuchten einfach bequem mitnehmen. Im Kit sind auch zwei sehr tolle kleine, kompakte, stabile Leuchtenstative mit enthalten. Damit kann ich überall hin und habe alles parat, was ich für mein Video- oder Fotodreh benötige. Für die Leuchten empfehlen wir für die Einzelleuchten
stabile Stative, die es im Kaiser-Sortiment als reichhaltiges Zubehör zu kaufen gibt. Die Stative sind natürlich auch wie alle technischen Daten zu den Leuchten bei uns mit auf der Internetseite aufgeführt. Ich zeige noch mal kurz die Rückseite mit den ganzen Einstellelementen von der Leuchte, die zwei Drehknöpfe, das Display, den Hauptschalter. Unten haben wir den Eingang für das Netzteil. Die Leuchte wird mit einem 15 Volt Netzteil betrieben und ist, wie gesagt, völlig problemlos im Dauerbetrieb einsetzbar. Es gibt auch da keine Hitzeprobleme. Dadurch eignet sich die Leuchte perfekt für Porträt, Interviewaufnahmen, Produkt- und Foodfotografie zum Beispiel. Hierfür ist sie ideal geeignet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.